Hört einfach nicht auf, dann macht einfach weiter. Ja, er auch. Alles herzlich klar. Willkommen zu dieser Folge live. Wir sind immer noch im Streifendienst, wie man sieht. Ja, und da vorne steht ein Mann auf der Straße, kommt Fu macht. Den müssen wir mal ganz kurz sagen, der soll damit aufhören. Weil das natürlich ein bisschen gewalttätig ist hier. Wenn der soll einfach mal von der Straße runtergehen. Guten Tag, Polizei, bitte gehen Sie doch einmal von der Straße runter. Das wäre sehr nett. Ich weiß, Sie machen Yoga, Sie machen Kung Fu, alles. Aber ich möchte natürlich nur das Beste für Sie. Gehen Sie bitte von der Straße runter. Sollten Sie nicht von der Straße runtergehen, müssen wir Sie leiser... Was? Hallo? Guck mal, da ist doch eine schöne Seitengasse. Können Sie da nicht Ihr Krav Maga oder was auch immer das sein soll da machen? Der reagiert gar nicht. Sind sogar Mülltüten dabei, mein der Freund. Der reagiert ja gar nicht. Ich glaube, er steht auf Drogen, also wir nehmen ihn am besten fest, oder? Taser den mal eben, Kevin. Nee, brauchen wir gar nicht tasern. Er wird einfach festgenommen, das reicht ja. Genau, warte. Brauchen wir hier keine wir Gewalt annehmen? Ja, hab ich. Kann ihn nicht festnehmen? Doch, aber er bedankt sich doch. Er ist schon festgenommen. Achso, okay. Genau, er explodiert immer nach hinten dann. Okay. Moment. So. Ja, genau, der hört nehmen einfach gar nicht auf. Was machen Sie denn hier? Hallo? Was haben Sie denn in der Hand? Ey. Okay, ich mach wieder frei, bleiben, ne? Tasert den mal, Jungs. Was ist denn da los, Leute? Was ist mit ihm? Irgendwas falsch. Er wurde getasert. Boah, was macht er denn da? Sorry, Herr Spike. Was hat er denn dabei? Er hat eine Pistole dabei. Okay, was mit ihm hier? Der Grüne hatte eine Pistole, den haben wir nur aus Versehen umgeschossen. Alles klar. Sir, wissen Sie, was Sie gerade hier getan haben? Haben Sie einen Schaden? Haben Sie einen Schaden? So, ich sehe mir mal Ihr Ausweis. Oh, ich sehe mir mal Ihr Ausweis an. Durchsuchen. Ja, Personalausweis wurde vorerst deaktiviert. Aha. Hans-Dieter. Herr Hans-Dieter. Mann. Weitergehen bitte, ja? Hier gibt's nichts zu sehen. Weitergehen, Sir. Der frisst sich erstmal was. Weitergehen. Weggehen. Weg. Weiter Kupferverarbeitung, LKW-Führerschein und Führerschein. Ich sehe sie immer noch. Also er hat auch keinen Waffenschein, ne? Das ist auch interessant. Sollen wir die Waffe abnehmen dann am besten? Ja, wenn er keinen Waffenschein hat, dann können wir die doch abnehmen, oder? Ja, das stimmt. Müssen wir dann mal aus Präsidium fahren. Aber reden. Nicht einfach wegziehen, also, sondern wir sagen, leg die Waffe auf den Boden, dann können wir das einfach abnehmen. Aber ja, nicht wegnehmen. Hallo Sir, was machen Sie denn hier? Ja, wenn du nicht reden möchtest, dann kannst du einfach die Waffe wegnehmen. Ich will im Haus verschwinden. Nein. Möchten Sie mit uns sprechen oder nicht? Wie nein? Das ist Polizeieinsatz, Sir. Bleiben Sie ich glaube, der spricht nicht mit uns. Ne? Das ist mein Haus. Ja, aber wir haben gerade einen Mann, der in Ihrem Haus rumgeschossen hat. Die Rohre, die habe ich da selber hingelegt. Ja. Wie könnte ich jetzt die Waffe wegnehmen? Wir müssen ihn dazu bringen. Oh, wir müssen ihn dazu bringen, die Waffe hin. Wie machen wir das? Wir nehmen die alle die Waffe? Oder sollen wir den mit einem Zaku nehmen? Was denkst du, Max? Ja, lass mal ein bisschen Verhörmethoden bei dem anwenden, oder? Ja, aber der antwortet ja gar nicht. Ja, dann können wir die Waffe einfach wegziehen, also einfach abnehmen. Wir müssen dann gar nicht erst fragen, wenn der so gar nicht drauf eingeht, ne? Sir, Hans-Dieter, das ist Ihre letzte Chance. Hören Sie uns. Gott, ja gut, dann nimm die Waffe weg, die Waffe und ja. Wir werden jetzt Ihre Waffe entnehmen. Zum Grund der Allgemeinheit, Sie könnten ja Leute mit verletzen, ne? Waffe beschlagnahmen. So, ja, mach. Greife Waffe von Hans-Dieter. Ja. Oi. Hans-Dieter, so, hat die Zunge verschluckt. Ihre Waffe ist jetzt beschlagnahmt. Sprechen wollen Sie ja nicht. Was ist jetzt mit dem Strafzettel? Eigentlich muss er ja was kriegen, ne? Ja, eigentlich schon. Weil er ist ohne Waffenschein, hat er eine Waffe bei sich gehabt und hat damit auch noch rumgeballert. Ja, Max, das ist die Kopfauto, glaube ich, ja. Was? Was macht er denn da? Hä? Der will das Kopfauto klauen. Hallo, stehen bleiben. Was ist denn hier los, ey? Was hat er denn hier? Geht's ihm gut? Der hat hier jeden umgefahren, der Typ hier. Max, was ist die Tickethöhe dafür? Normalerweise 50.000 für ohne Lizenz. 50.000, okay, dann kann ich ja 50.000 jetzt ausstellen, ne? Ja, mal frag mich halt der immer noch, was anderem. Ey. Der antwortet ja nicht, ne? Der antwortet einfach nicht, der spricht nicht mit uns. Nee, dann lass ihn einfach einknasten, wenn er das so macht. Dann können wir ihn einfach einknasten, wenn er nicht mit uns reden möchte. Also das ist einfach seine Schuld dann. Ja, der kann aber Auto fahren. Da, komm mal mit, Kollege Bratwurst. Wir nehmen dich jetzt mal mit. Ja, wenn man nicht kooperiert, kriegt man bei uns immer... Bitte weitergehen, bitte von der Straße runter, vielen Dank, die Autos möchten hier weiterfahren. Dankeschön. Will der uns für stark namen, der Typ? Windows-Taste und dann ins Fahrzeug stecken. Moment, ganz kurz machen. Bitte was? Okay, nice. Guck mir gerade das Wunderwerk an, wie der LKW da geparkt hat. Oh Gott, ja, das finde ich auch. Das ist sehr spannend. Jo, alle einsteigen. Okay, der Polizeieinsatz ist hier bei... Was hat der hier gemacht? Warum ist der LKW in uns drin? Hey, warum steigt der aus? Der ist ausgestiegen. Mensch, können Sie mal bitte sitzen bleiben? Ach Gott, ey, das ist doch ein Affe, oder? Wo ist der? Alle rein?
Wo ist denn der jetzt? Ich glaub, du hast ihn ins falsche Fahrzeug gesteckt. Oh mein Gott, ich hab den Helmet reingemacht. Was hat der gefangen in den Helmet gesteckt? Wie kann ich den wieder rauf? Wie kann ich den wieder rausziehen? Wie muss das denn rausziehen? Passiert nichts. Ihr müsst hier raus. Geh mal in die Mitte dann. Ah ja, okay. Ja, da ist er wieder. Das ist eigentlich Funkfeuer. Asterin. Okay. Ah. Jetzt checken bitte ins richtige Auto. Besser Mann, Kevin, ey. Du sitzt einfach im Helmet drin, weißt du, ciao. Okay, alle drin? Ja, ja, Moment. So, jetzt. Also er ist okay. Auf jeden Fall anwesend, aber er will auf jeden Fall aktiv mit uns nicht sprechen, ne? Warte mal, Fahrzeugmodus. Ali, ja. Hallo. Sind Sie da? Bitte sprechen Sie mit uns. Bitte kooperieren Sie. Das wird sonst alles noch viel, viel schlimmer, mein Freund. Und ins Haku, in die Folterkammer, da wollen Sie nicht rein, glauben Sie wo mir. Wo ist das Haku? Rechts? Rechts. Rechts, rechts, ja. Hey, hier, Polizeieskorte, Mann. Der wird jetzt abgeführt. Aber mein Freund, Sie sind doch eh schon am Arsch. Reden Sie jetzt bitte mit uns, damit wir die Strafe noch ein bisschen minder halten können. Er möchte doch nicht. Ja, das ist leider traurig. Er ist sich bewusst. Es ist traurig, Dieter. Dieter, ich dachte, du wärst ein guter Kerl. Kennst du den? Nee. So. Boah, das aber der sieht mir eigentlich wie ein netter Kerl aus, ne? Deswegen dachte ich so, ja. Ich hab keine Ahnung, ob ich richtig fahre. Ich mach einfach mal. Doch, doch, ist gut. Ja, fahr mal. Dann. Michael Jordan. Hier rein, ja, ja, auf jeden Fall, Dennis. Hier ist Sackgasse. Und Medic. Ja, das hier kommt die Medic. Ja. Aus, genau. Wo muss ich hin? Rechts, rechts. Guck mal, ja, da hinten. Ja, rechts, da sind wir die ganzen Kreise. Rechts, rechts, links. So. Ey, ey, ey. Was macht der denn? Ja, das ist ein ADAC. Die vom ADAC sind immer so aggressiv, links, ne? Links, ja. Okay, Mann, ich hab's. Dann da hinten, wo die alle sind, ne? Ja, ja, genau. Links da, ja. Ich muss jetzt da, jetzt rechts, dann links über die Brücke und dann nochmal. Genau, so sieht's aus. I understand. Ist doch alles gut, Mafuyu. Costa meine ich, Costa. Wer ist Mafuyu? Mafuyu? Auch nie gehört. Ich auch nicht. So. Okay, da vorne ist er, Leute. Vielleicht möchte er dann reden. Aber vielleicht genießt er auch einfach die Fahrt. Ja, vielleicht. Was ist hier passiert? Wir haben ja das Zellen in unserem Haku. Dann können wir nochmal ein bisschen einschüchtern. Sehr schön. Vielleicht redet er dann. Ich hoffe mal. Gibt's eigentlich so Foltermaßnahmen irgendwie bei euch? Ja, alles klar. Gibt's so Waterboarding oder so? Okay. Können wir gerne einführen, wenn du möchtest, also. Sollte nicht das Problem sein. Aber es wird ja sicherlich nicht das erste Mal sein, dass irgendwie jemand mit euch nicht sprechen möchte, oder? Oh, mit euch? Mit mir redet jeder. Guck, jetzt sehen wir den gleich freilassen, dann rede ich mal mit dem, ja? Der ist so schüchtern. Oh, schön geparkt, Dennis. Ja, ne? Hast den Busch umgefahren, der war teuer. Oh Mann, ey. Das haben wir von den Staat. Hat alles der Staat bezahlt, aber. Ja, eben. Ja. Aussteige bitte. So, ich gehe mir jetzt aussteigen kurz, bitte gefesselt. Wir müssen wieder rausziehen. So. Ja, können Sie mal raus? Ich will mal Absperrungen kaufen, Mann. Der Herr? So, zack. Können Sie jetzt reden? Er möchte nicht. Nee, da fackeln wir gar nicht lang. Wir nehmen den jetzt mit, komm. Kannst du hier reinstecken, dann den Sack. Hier, dann könnt ihr den direkt einknasten. Das sollte kein Problem sein. Ihr könnt den auch noch in die Zellen stecken, wenn ihr möchtet. Ja, lass den mal ein paar Minuten in den Zellen. Hier bei mir, guck mal. Okay. Hier drüber. Vielleicht wird dir mal bewusst, in welcher Scheiße er denn steckt jetzt. Steck ihn mal hier rein. Ich habe schon das Türchen aufgemacht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in Ihren eigenen vier Zäunen. Will den da so reinschiebe. Moment, ich stelle ihn hier ab. So. Viel Spaß da drin, ne? Ah, schön. Schön, schön. Was und wehe, du redest nicht. So. Jetzt steht er hier so drin. Schön hier drüben. Hey, was ist mit dir? Ja, man muss ja auch mal ein bisschen die Zeit genießen, ne? Ja, klar. Okay, aber. Das ist denn auch sehr. Jetzt so, schon wieder hin? Ich zeig dir mal was. Ich kann mich hier wieder hinsetzen. Ich glaube, im anderen Gebäude können wir was kaufen. Okay. Schau mal jetzt zeige ich dir was. Oh, nee. Oh, geil, ey. Jetzt geht dir das ganze Beamtenkuscheln wieder sehr, los. Sehr seriös hier. So, okay, wo müssen wir denn hin, um eben die Absperrband zu kaufen? Okay, wahrscheinlich ins Gebäude, oder? Andere Gebäude, ja. Oder ist hier auch was zu kaufen? Nee, kann man nicht. Nee, warum liegt da vorne eine Leiche? Ich bringe es, ich zeige es euch. Moment. Wo ist die Leiche? Hier. Oh, lol. Was macht ihr denn hier? Ist wahrscheinlich gestolpert. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als wenn er gestolpert ist. Oh, was? Der ist vom Helikopter abgestürzt, das merkt man doch. Ihr könnt euch mal ein bisschen Geld abheben und dann könnt ihr hier zum Einkaufen unseres Vertrauens. Ja, hör mal, der sieht ja gut aus, ne? Ja. Ich will mal gucken, was er so im Angebot gibt, ne? Muss ich Kopf, Item, ja. Richtig, genau. Und da könnt ihr ein bisschen runterscrollen, dann habt ihr ja jede Menge Zeug, was ihr kaufen könnt. Ist ja geil. So wie auf dem Markt. Warnschild. Item-Leitung.
Kontrolle, Wartebereich, Kontrolle, Ende, Kontrolle, bitte warten. Ja, das sind alles Schilder. Und Umleitung rechts. Halt die Abführung an sich. Umleitung rechts. Aber das ist cool, ne? Wenn du das aufstellst. Okay, ich kaufe mir auf jeden Fall eine Barriere jetzt. Blau, oh, ich kaufe mir ein Schutzschild, ey, das sieht ja richtig geil aus. So. Das Schutzschild ist cool, ja. Was die Barriere kann man die jetzt gleich platzieren? Einfach im Inventar anwählen und dann benutzen. Und dann habt ihr sie vor euch und dann habt ihr nochmal ein Menü mit aufstellen oder... Nee, doch nicht. Dann können wir so, ein bisschen nice. Verkehrskontrolle machen, weißt du? Ja, wir haben einen Grenzposten. Also. Achso, ihr habt schon einen. Rote. Den können wir dann dicht machen, theoretisch, wenn er möchte. Wir können dann Verkehrskontrolle machen, das stimmt. Sollen wir dann Absperrbänder und so mitnehmen? Okay, Dennis, denk mal dran, du willst auch Kaffee und so, brauchen wir ja noch. Hab ich alles. Na gut, alle dabei. Ich vergesse nicht, was zu essen trinken mitzunehmen. Ich will ja nicht, dass er hier noch wegen der Situation umfällt. Max, danke, Sir, alles gut. Max, das kriegen wir hin. Ja, Schranken sind cool, ey. Ich nehm auch noch eine Schranke mit, obwohl, nee, brauch ich nicht. Nee, brauchst du nicht, hab schon zwei. Ich mach noch ein paar Pylone, kauf ich noch. Da hab ich auch ein paar gekauft, ne? Dann lass doch mal einfach in der City da so einen kleinen Spot machen, wo wir die Leute mal kurz anhalten. City? Also ja, wir können es auf der Brücke machen, da machen die, da geht's immer richtig ab, finde ich. Ja, oder da, ja, gut. Okay. Okay. Okay, dann rein. So, dann mal los, ne? Ape ready. Jo. Jetzt gehen wir den Rasern auf die Spur. Es ist Zeit aufzuräumen. Warum haben wir eigentlich dieses hässliche Auto? Warte, wir holen mal an. Warte mal. Ach so, hässlich finde ich das jetzt gar nicht. Ihr musst doch was Geileres auspacken. Wir brauchen ja so ein BMW hier, guck mal hier. Ja, genau, BMW. Der ist aber low. Willst du ein Auto jetzt einfach hier stehen lassen? Oder? Kann auch so einen goldenen BMW auspacken. Warte. Ja, mit goldenen Felgen, das ist nice. Ja, oh, geil, Mann. Das sind die richtigen Cops. Was ist das denn? Hä, wo kommt der denn her? Hey, warte mal. Warum rennt der hier frei rum? Das ist gut hier. Leute, warum rennt der. Hey, stopp! Hey, teaser den mal. Hab ihn. Kommt der da angerannt, Alter? Hans-Dieter, doch nicht, nee. Ist gut. Hör mal, haben sie einen Schaden oder was? Der ist hier mitten im HQ und rennt da erstmal rum, ey. Den haben wir doch gerade erst weggesperrt, oder nicht? Ja, eben, warte mal. Wenn er jetzt da noch drin steht, dann ist ja jemand anders. Können wir jetzt wieder reden? Hallo? Was macht der jetzt? Warte mal, ich festnehmen. Nehmt ihn mal bitte fest und dann tut ihn mal weg. Ja, inhaftieren geht bei mir gar ja, nicht. Ja, ja. Nein? Warte mal, ist mir müsste da hinten vor's. Ja, der ist abgehauen! Hä? Was, wie ist der rausgekommen? Ja, oh, sorry. Ja, komm mal. Okay, Leute, lass uns. Ich glaube, wir sollten mit dem nicht so rumspielen. Lass dir mal wirklich irgendwie Strafgeld oder irgendwas machen. Ja, wir knasten jetzt ein. Also, ihr macht das dann. Also, er hat jetzt noch Fluchtversuch begangen und ist mit einer Waffe rumgelaufen in der Stadt. Ja, genau. Gib dir mal Wanteds hier, Max Schneider. Ja, mach ich. Hat keinen Waffenschein. Sie haben gerade keinen Waffenscheinbesitz besessen. Sie sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Sie haben überhaupt nicht kooperiert. Ja, und rumgeschossen das, hat er auch. Und rumgeschossen. Das bedeutet, dass sie ins Gefängnis müssen. Wir werden jetzt eine Strafe für sie aushandeln. Und dann sieht das gar nicht gut aus. Es hätte so einfach sein können, mein Freund. Sie danach ihnen so offiziell gefahndet. Ja, die Fahndung ist ja so abgeschlossen. Sie stehen ja vor uns. Und das bedeutet, dass sie zugleich... Seife aufheben dürfen in den wunderschönen Örtchen, welches wir haben, ne? Hoffentlich haben sie eine Dehnung da hinten schon vorgenommen. Was? Sagen die Jungs, die sind nicht mehr nett. Mal bist du bescheuert, ey. Ja, was denn? Einer muss ja da auch mal hier was sagen. Hör mal, Costa, jetzt bleib mal ein bisschen ruhig hier, ne? Warum hast du Zielzeit nicht auf mich die ganze Zeit? So, wer von euch macht das? Weiß ja nicht. Ich will den gerne wegstecken, wie geht das? Stecken weg. Windows hast du? Hans-Dieter, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ja, was ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Inhaftieren musst du klicken dann. Mal gut. Boah. Plopp, plopp. Costa? Ey, ich hab 115.000 bekommen. Ey, Costa? Ja. War das dein erstes Mal? Das war mein erstes Mal, Mann. Ah, hast, okay. Hast du nicht gehört? Wie fühlt sich das an? Es hat einmal geknackst und dann war's gut. Was? So, dann können wir weiterfahren. Wollen wir dann fahren oder wollen wir was gleich? Ja, natürlich. Wir wollen ja nur genau den goldenen BMW nehmen. Nö, wollt ihr den BMW nehmen? Okay, dann passt. Nee, wir nehmen hier den Panzer. Ja, der ist ja auch überhaupt nicht übertrieben oder so, ey. Ey, da rein, da, komm! Was jetzt? Was soll ich hier? Alle einsteigen! Okay, Commander! Jo! Du musst ein bisschen krass unterwegs sein, ne? Freunde, jetzt immer aufgeräumt hier! Boah, geil, wir haben so eine Thematik draußen! Ja, ne? Ja? Dann fahr los! Okay. Ich geb die Schlüssel weiter! Ich hab eine Thematik, pass auf, ey! Dankeschön! Den Sicherheitsgurt anlegen, alle, ne? Ja, ist angelegt! Scheiß, Mann, ich hab mich die ganze Zeit nicht angeschnallt, ey! Oh mein Gott, ey, und das als Polizist? Ah, du hast das selbst nicht gemacht, also sei leise. Na klar, ich bin immer angeschnallt. Ja. Du bist auch angeschnallt, wenn du nicht Auto fährst, ne? Das ist einfach so ein fahrender Toaster, der hier unterwegs ist. Ja, du kannst ruhig ein bisschen Gas geben, ne? Also. Er muss ihn nicht auch mal hier angucken, da, weißt du? Der denkt auch, wir fahren einen Rhino-Panzer. Wenn er mit 3 km/h. Da gibt's hier Panzer nicht, ne? Also hier auf dem Server nicht, ne? Warum nicht? Hier auf der Brücke, ne?
Ja. Ja, hallo, was Dennis! Wo fährst du denn hin, Dennis? Der raubt dir das mal weg. Oh, Entschuldigung. Da kommt noch einer! DHL! Oh, DHL. Alter, der ist doch bescheuert, ey. Es tut mir leid. Wie soll ich bei dem BRW nehmen? Scheiße. So, es tut mir leid. Bitte geben Sie das nicht weiter. Kann ich mir helfen? Reparieren wir jetzt erstmal Autobeschlagnahme. Ach Mann, ey. Kann ich den reparieren? Der ist doch Wahnsinn. Ja, wenn du Werkzeugkasten hast, ne? Hab ich nicht. Dann hat der gelitten. Ach, das ist der von eben, oder? Das ist von eben. Es tut mir leid, Sir, aber das ist die Wiedergutmachung, weil sie gesagt haben, ich hätte sie geschlagen. Oh, wir reparieren jetzt ihr Fahrzeug. Hat jemand Costa, ich entschuldige mich. Wo soll die Sperre sein? Jungs, hier in der Mitte, vorne oder am besten direkt hier? Ja, also wir können in der Mitte können wir erstmal einen Schrank gehen machen, ne? Also, ja, okay, warte. Kümmert sich jemand um den Herrn hier? Ich habe keinen Kasten. Ach, sag ihm, tut mir leid, viel Spaß noch. Tut mir leid, viel Spaß noch, soll ich sagen. Ey, dein Auto, du kannst ihn doch, wir können ihn doch nicht so stehen. Oh, die Schranke geht hier nicht, die müssen das hinten machen. Ja, ich hab keine. Ja, die Schranke steht doch da. Was? Du siehst die? Ja, jetzt ist sie weg. Wieder weg. Was ist denn hier los? Wo kommt der denn irgendwann? Okay, warte, ich mach sie nochmal. Stopp! Anhalten! Stopp! Anhalten! Stopp! Ja, damit hätten sie nicht gerechnet, mein Freund, ne? Was ist das denn? Was ist denn jetzt los? Kontrollpunkt, warte doch. Oh, die ist auch weg. Wie geht das? Warum haben wir den jetzt angehalten? Ich dachte, der wird verfolgt. Ja, das dachte ich auch. Okay, sie können weiterfahren. Wir machen mal eine Sperre da vorne. Hä? Was tust du denn, Dennis? Wo machen wir das? Das geht da nicht, versuch mal. Das geht da nicht, oder? Vielleicht geht das nicht auf der Brücke. Wie platziere ich das jetzt? In der Mitte nicht, ja, mit dem Mausrad. Oh, ist weg. Nee, das geht auf der Brücke leider nicht. Das fällt da unten im Boden durch. Ja. Wenn ihr das platziert. Dann lass uns da hinten zum Brückenanfang machen. Brückenende meinst du? Oder ja, genau. Anfang, genau. Aber nicht Richtung Kreisverkehr, sondern. Doch, in Richtung Kreisverkehr ist eigentlich mehr Sinn, oder? Ich weiß nicht. Ich würde es hier hinten machen. Weil wenn die aus der Stadt raus sind, dann fangen die an zu rasen meistens. Ich würde das hier machen. Ja, wir machen ja sowieso... Also, also da beim Kreisverkehr oder? Wir machen jetzt nur eine Polizeikontrolle, ich würde das hier machen. Ja, ist so. Wir wollen ja nur mit den Leuten reden, ja. Also, eben. Ja, das haben wir. Mal schauen, ob sie was verborgen haben. Wenn ja keine Hochgeschwindigkeitsrasen. Ach, jetzt geht's, schau mal. Ja. So, jetzt stelle ich auch mal eine Pöllerchen hier auf. Doch, sieht doch schön aus. Wir machen mal eine schöne Barriere hier zu, damit auch nichts vorbeikommt hier, ne? Auch nicht vorbeilaufen. Ah, da kommt schon der erste Kunde. Der rammt einfach jetzt alles durch. Hey, hallo! Hallo! Du musst den Kontrollpunkt hier noch aufstellen. Ja, mach ich jetzt. Warten Sie mal, wir sind noch nicht fertig. Okay. Warte mal, bleib mal einfach da stehen und sei mal bitte kurz ruhig. So, sehen Sie, was steht auf dem Schild? Was steht auf dem Schild? So. Lehnen Sie vor. Hey, weil jetzt ist die Barriere da weg. Nein, auf dem gelben Schild. Weg? Nee, hallo, ist sie da? Nee, bei mir nicht mehr. Okay, dann kommen Sie mal ganz kurz hier rüber. Stellen Sie sich mal bitte bei meinem Kollegen Heino hin. Wir machen mal ganz kurz einen Check von Ihren Sachen. Heino, übernimm mal. Hallo. Ich transportiere Öl von Erdogan. Was? Was? Alles klar. Sag mal, hast du irgendwie zu lange in die Sonne geguckt oder was? Was? Machen Sachen? Was? Der denn gesoffen, Alter? Kann man das Auto irgendwie durchsuchen? Ja, wahrscheinlich. Das Öl, ne? Erdogan. Ja, genau, auf denselben Weg. Frisch. Durchsuchen. Nichts Illegales in diesem Fahrzeug, alles klar. Kann ich warum Schild? Was machst du mit einem schönen Schild? Also Transportgut ist natürlich. Was machst du denn da, Dennis? Warum Schild das in der Luft? Mausrad, dann geht das runter. Besitzer Drew Carey. Ist das auch sein Laster? Wie heißt der Typ? Road closed, okay. So. Sir? Also, ja, was wollen die denn? Geld? Gehen Sie mal bitte Ihr Personalausweis. Einmal bitte Ihr Personalausweis. Wie ist Ihr Name? Personalausweis, ja, warte. Ja, Personalausweis. Dein willst du auch Personalausweis? Bei mir steht ja, bitte, zeig mal her. Ist vorerst deaktiviert. Ihr seht den Namen dann nur über dem Tropf von dem Kerl. So. Ach, Jay Query, okay, das Fahrzeug gehört auf jeden Fall Ihnen. Also, ich habe jetzt nichts Illegales in diesem Fahrzeug entdeckt, Costa. Ja, ist das eigentlich alles gut? Öl? Natürlich nichts illegal. Das Öl, Sir, ist das wirklich Öl? Ja, vorhin hat schon beschlagnahmt. Boah, was hat der denn alles für Lizenzen, Alter? Was? Zum einen von Erdogan Öl und ich glaube von anderen Autos Öl. Also okay. Ich mache halt Trick, ne? Mit Schau. Was ist da? Lizenzen nicht. Hallo, bleiben Sie mal bitte in der Warteschlange hier stehen. Habt ihr gerade gehört, was er gesagt hat? Ja. Einmal bitte Motor abstellen, bitte warten. So, Sie klauen also Öl, ja? Ja? Natürlich klaue ich Öl. Sie klauen Öl, das geben Sie auch einfach so zu. Ist so kostenlos. Guck mal, der kommt ja mit seinem kaputten Auto da. Ich lasse mal durch, damit er mal sich Vorsichtig. Besorgen kann. Mann.
Der klaut. Costa, der junge Mann hier, der klaut Öl von anderen Fahrzeugen, weil ist ja kostenlos. Das steht unter Strafe. Gerade an diesem Polizei-Haku habe ich auch Öl vom Polizei. Gib mal Strafe, Till. 200.000, mach mal einfach. Bitte steigen Sie beide wieder unmittelbar in Ihr Fahrzeug ein. Mach mal. Sie haben halt überall Öl geklaut, auch im Polizei-Haku. Also, klar, gut, dann können wir. Alter, da hinten ist ein Helikopter abgestürzt. Ja, weiß man darauf jetzt. Ja, gut, scheiß auf ihn. Ah, die hat sie aber. 200.000. Mal gucken, ob der das zahlt. Das ist die Strafe dafür. Das ist der momentane Ölpreis, mein Freund. Das war ja, weil du irgendwo anders gingst. Das ist aber nicht wahr, ne? Das stimmt nicht. Nee, das warst du ja. Er weigert sich, den Strafzettel zu bezahlen. Nee, Sie haben noch zwei Chancen, es zu bezahlen, sonst müssen wir sie leider mitnehmen. Sie haben ja gerade ein Geständnis geäußert, Sir, ne? Ach, der da. Hä? Was? Was ist denn mit ihm, Alter? Also für nur Öl klauen? Nein, Bruder, dass es nicht kaputt ist. Aber das ist für gute Öl, ne? Das für Erdogan. Das ist für guter Öl, sagt er. Hier aus westlicher Stadt Öl klauen. Dann will ich nur noch eine Brille. Sir, kommen Sie mal. Besser als wenn man. Obwohl, wenn das Glas kaputt ist. In Nahen Osten geht und Öl braucht. Wir müssen mal jetzt. Also Sie arbeiten. Nee, aber wir müssen ein bisschen schneller machen, weil wir nicht dort die ganzen Autos hier gleich stehen. Sie arbeiten für die Politik oder was? Ja, natürlich. Kommen Sie mal mit. Was war das denn, Alter? So, sehen Sie das Wasser da hinten? Ich glaube, ich kenne hier irgendwo. Sir, sehen Sie das Wasser? Möchten Sie da drin landen als Leiche? So, dann sagen Sie mir jetzt, warum haben Sie den Strafzettel vergewaltigt hier? Sie haben doch zugegeben, was Sie getan haben, Sir. Ich möchte jetzt von dir bitte beide Xenon-Scheinwerfer freigesetzt haben, ja. Nein, es ist nicht. So, Sie können weiterfahren. Gib mal 199.000. Okay, warten Sie. Das ist Ihre letzte Chance. Kann man die Schranke auch aufmachen? Ja. So, fahren Sie mal bitte weiter da vorne. So. 200.000 zu viel. Okay, sehr gut. Okay, Sie haben schon mal bezahlt, dann bringe ich Sie wieder zurück. Ich habe nichts gemacht, schönen Tag noch. Die wird Ihnen in der Stadt. Fahren Sie bitte weiter, sonst ist vielleicht Stau. Möchte ich sowas nicht sehen, ja? Sonst gibt es Ärger, haben Sie verstanden? Dankeschön. So, die rein können, die können das können damit nicht aufhören. Ne? Es kommt halt nur auf Zeit an, wann und wie sie mich erwischen. Ja, aber gerade haben wir. Fahren Sie bitte weiter. Sie haben ja gerade ein Statement geäußert, Sir, dass Sie das weiterhin machen werden. Deswegen müsste ich Sie eigentlich jetzt ins Gefängnis stecken. Ich darf nicht lügen. Was macht man denn jetzt mit dem? Hat er das Geld bezahlt? Er hat das Geld bezahlt. Aber er hat gesagt, dass er sowas künftig immer machen wird. Wenn du das machst, dann rufe ich mal an. Ach, kack auf ihn. Ja, lass ihn frei, das Geld bezahlen, okay. Lass ihn weiterfahren. So, Sie dürfen jetzt weiter. Sag, wir haben ein Auge auf ihn. Wir haben jetzt ein Auge auf ihn, ja. Merken Sie sich meinen Namen hier. Auge haben Sie? Ja, sogar zwei. Zwei sogar. Sechs. Acht haben wir sogar. Acht Augen auf ihn, mein Freund. Acht Augen haben wir auf ihnen. Und ihr scheiß Ölgeschäfte. Du hast gar keine Brille, Mann. Du bist Wissen Sie, was Bukake ist? So, warte mal. So, jetzt gehen wir aus dem Licht hier. Da kommt ein Fahrzeug wieder. Ein schwarzer. Ja, lass ihn mal gerade näher. Hab ich gerade durchfahren. Verkehrskontrolle, stehen bleiben. Beide bitte. Wir einen nach dem anderen machen, Leute. Ja, lass mal weiter, oder? Okay, warte. Sie können weiter. Hör mal, was fällt Ihnen eigentlich ein? Ihr Fahrzeug und hauen Sie jetzt bitte ab hier. Ja? Jetzt ranfahren, bitte. Sir, bitte langsam. Glatzkopf? Was? Was ist denn mit dem? Sir, einmal bitte aussteigen. Fahren Sie mal gleich, wenn der Kollege weggefahren ist, rechts ran, bitte, ja? Ja, da, wo der gerade stand. Hör mal, können Sie mal bitte jetzt in Ihr Fahrzeug wieder einsteigen und weiterfahren und von dieser Schranke weggehen? Guten Tag. Bitte. Ich habe eine kurze Frage, warum ist denn hier eine Absperrung? Vielen Dank. Guten Tag, Sir. Ach so, okay. Wie ist Ihr Name? Geben Sie mal bitte Ihr Ausweis. Josh. Gerne. Bei den Nackt hier am Rumlaufen. Zieht euch schon was an. Bitteschön. Mr. Frost. Was machen Sie ja was ist Ihr Beruf auf dieser Insel, Sir? Ich bin arbeitslos. Sind arbeitslos. Lass sie mal durchfahren, lass sie durchfahren. King Long, durchfahren. Weiterfahren. Boah, viele Leute da fahren, ne? Einer nach dem anderen, weiterfahren, durchfahren bitte. Weiterfahren, hier gibt's nichts zu sehen. Weiterfahren, langsam, vielen Dank. Langsamer. Willkommen in Tanoa, hallo, weiterfahren. Sie dürfen auch fahren hier, Sir. In Georgetown, meine ich. Hey, boah. Oh, stehen bleiben. Okay, fahr weiter. Ja, das war nur Schranke schließen. Ne, warte, den können wir mitnehmen. Ne, den können wir mal kontrollieren, wenn er mit so einem riesen Ding kommt. Das stimmt, bitte warten in der Schlange. So, Sir, was machen Sie beruflich? Was haben Sie gesagt? Arbeitslos immer noch.
Arbeitslos. Mhm. Wie können Sie sich denn dieses Fahrzeug leisten? Ja. Motor abstellen, bitte. Hartz 4, nee, okay. Also ich komme ein bisschen rum, mach mal da was. Was hast du? Aber Sie sagen, Sie haben nichts Illegales. Darf ich mal, ich überprüfe mal Ihr Kennzeichen. Warten Sie mal eben. So, machen wir Kennzeichen-Check. So. Okay, Carrie, Frost, das Auto gehört Ihnen. Wenn ich diese Einfahrt da blockiere und Ihrem Polizeiauto nicht die Vorfahrt gewähren kann, nächstes Mal bitte Straße. Okay, nichts Illegales. Okay, Sie dürfen weiterfahren. Steigen Sie ein, haben Sie einen schönen Tag. Dankeschön. Bitte vorsichtig beim Zurücksetzen. Ja, ich Sie auf. Einmal hier, LKW-Fahrer, fahren Sie mal bitte ein Stück zurück, ja? Ein Stück zurückfahren, damit der Kollege durchfahren kann. Langsam, langsam, stopp, dankeschön. Okay, fahren Sie bitte. Einmal durch die Schranke bitte fahren. Sie nicht, LKW-Fahrer, Motor abstellen. Mann, ist hier viel zu tun. Fahren Sie mal durch da. Schönen Tag noch. So, Sie hier mit dem LKW, kommen Sie mal her, bitte an der Seite hier. Die dürfen auch vorbei. Weiterfahren bitte, weiterfahren, dankeschön. Einmal bitte hier an der Seite fahren. Den Helmut können wir auch weiterfahren lassen, ne? Schau doch ja, mal, das ist doch bestimmt auch schon wieder so ein Spritschubser hier. Der Helmut da vorne, bitte einmal durchfahren, dankeschön. Was macht der denn da mit dem Quad? Bitte weiterfahren, durchfahren. Runter von der Straße, Jungs. Dankeschön. Okay, Kevin, Heino, prüfen wir hier den LKW-Fahrer. Okay, habt das mal kurz im Blick, Leute. Wer ist weg? Also der hier. Hallo, hier gibt's nichts zu sehen. Bitte weitergehen, Mister. Bitte weitergehen, sonst muss ich Ihre Personalien aufnehmen. Einmal aussteigen, bitte. Yo, Bro, was geht? Ich hab mein Business erweitert. Was haben Sie? Das ist doch von ihm. Das hab ich erweitert. Was waren Sie denn auf einmal hier? Und ich hab noch mehr Öl geklaut, oder was? Damit ich noch mehr Kapazität hab. Hör mal, Sie sind doch echt wahnsinnig. Mein Erdogan. Haben Sie was geklaut wieder? Haben Sie noch mehr Öl geklaut? Nein, diesmal mache ich legale Weg. Ich okay, einsteigen, abhauen. Buddelöl. Ja. Steigen Sie ein, hauen Sie ab. Ich gehe selber mit Schaufel. Ich hab Öl geklaut, gebe ich zu. Was? Er hat geklaut, meint er. Der hat Öl. What the fuck? Ich hab geklaut, der fährt weg, so weißt du. So ein Pisser, Alter. Hallo, einmal rechts ranfahren an der Polizei. Okay, durchfahren. Okay, wir haben nur nach. Das klappt aber gut hier, ne? Also, ja. Ist ganz so, Leute, unser ersten Schreibentag haben wir hier gut. Zweiten Schreibentag haben wir hier gut geschafft. Wir haben jetzt hier die Straße abgesperrt. Wir werden natürlich nice. In dieser Folge noch mehr Leute anhalten, weil wir müssen ja gucken, ne? Nach jemandem wird jetzt auch gefahndet. Und die alle erzählen, können wir durchfahren lassen? Ja, einmal die Schranke öffnen, Männers. Weiterfahren, bitte! Weiterfahren, dankeschön. Weiterfahren. Hallo, Kollegen. Könnt ihr heute mal hupen, ihr Schweine. Hat er. So, hat er gemacht. Okay, kannst du schließen? Okay, dann sehen wir uns morgen wieder, Leute, immer um 18 Uhr. Yeah. Oh, da kommt ein dicker Brummer, den müssen wir mal anhalten.